Hey liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play der Clue 1 für den PC. Im letzten Mal sind wir endlich wieder eingestiegen, das Spiel läuft jetzt wieder und ich habe es jetzt auch geschafft, dass es wieder schön pixelig ist und nicht so weich gewaschen, auch wenn das bestimmt für manche Augen schöner ist. Ich mag es mehr so pixelig. Außerdem habe ich in den Einstellungen eine Option dafür gefunden, dass man die Synchro ausmachen kann. Das habe ich jetzt mal gemacht. Das heißt, ich darf wieder über alles drüber sprechen, aber wir haben es mal in einem Part gehört, wie es sich angehört hat. Heute werden wir uns diesen Ort anschauen. Es kann allerdings sein, dass ich am Ende des Parts laden werde. Der Grund ist, dass ich öfter mal früher, also ich hatte mal einen Kumpel, Karm hieß der, der hat an einem Fan-Clue 3 Projekt gearbeitet, das muss so ungefähr vor 12, 13 Jahren gewesen sein. Hat es dann auch irgendwann eingestellt, ich habe auch gar keinen Kontakt mehr, weiß bis auch gar nicht, wie ich ihn noch erreichen sollte. Und er hat mir damals mal gesagt, daran erinnere ich mich noch, dass man den Juwelier vielleicht einfach überspringen sollte, also man muss den nicht machen, weil es hier wohl ziemlich wahrscheinlich ist, entdeckt zu werden oder es irgendwelche anderen Nachteile gibt oder der einfach schwer ist. Irgendwas war da, ich weiß es nicht. Ich werde ihn auf jeden Fall heute machen und zeigen und mal gucken, was auf uns zukommt. Wenn wir allerdings geschnappt werden und da gar nicht so viel Geld zu holen ist oder so, dann machen wir das nicht und laden einfach. Aber dann ist es trotzdem hier ein Part, um euch das gezeigt zu haben. Jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz den Ort an. Der Juwelier scheint eine große Auswahl an Goldschmuck und Golduhren zu haben. Und bei der Uhr in der Auslage handelt es sich wohl um das Prunkstück. Cartier mit Goldgehäuse und Brillantbesatz. Not bad. Ist hier irgendjemand? Miguel Garcia. Moment, kann ich mit dem reden, Miguel? Miguel, hi hombre, na wie geht's? Oh, hombre, wir sehen uns. Was machst du? Du und ich, das ist ein Team. 90%. Hast du noch ein anderes Angebot? Nope, na dann würde ich sagen, geh doch kacken. Okay, schauen wir uns das Ganze erstmal an. Und dabei ein Speed-Up. Tja, so schnell können 24 Stunden vergehen. Müde bin ich inzwischen auch schon. Ich glaube, ich werde die Beobachtung abbrechen, zumal es auffällig wäre, weiterhin hier herumzustehen. Ja, also seit 24 Stunden, das stimmt schon. Werdepfund 3000, Einsatzzeit, Polizei, Minuten 15, Fluchtweg durch die Innenstadt, Genauigkeit, Bewachungsgrad, Auffälligkeit sehr. Maximale Geräuschpegel 48, keine Wachen. Juwelier, gut. Und jetzt würde ich mir das gerne nochmal, wie war das nochmal? Irgendwie konnte man sich das doch ansehen. Ich habe das jetzt schon wieder vergessen. Nee, komm mal hier, abbrechen. Abbrechen. Wie ging das denn nochmal? Musste ich da wirklich warten, bis der offen hat quasi und dann reingehen? Ah ja. Oh, jetzt bin ich rausgegangen. Gut, schauen wir uns das Ganze also mal an. Okay, also das braune scheint Fenster zu sein, das grüne, graue wieder, graublaue da wieder Türen. So, was ist das hier? Ausstellungskasten wird von einer Alarmanlage geschützt. Oh, da drin sind Juwelen. Nächster Gegenstand. Ausstellungskasten wird von einer, okay, 100 und 1060, das ist die Cartier-Uhr, die wollen wir auf jeden Fall haben. Okay, was ist da oben? Gemälde, 150, das ist eine Tür, das ist eine Tür, das ist eine Tür. Alarmanlage 23, aha, die ist damit verbunden. Und die Alarmanlage ist damit verbunden. Okay, also die Alarmanlagen kann ich ausschalten. Cool, ich wusste gar nicht, dass es so ist, wie im zweiten Teil. Das freut mich natürlich gerade.
Was ist denn da oben drin? Panzerschrank. Juwelen im Wert von 1090 und Geld und Goldbarren. Wovon waren die jetzt gesichert? Moment. Doch nicht hiervon. Sind die hiervon gesichert worden? Auch nicht. Ha? Hat der Panzerschrank vielleicht ein eigenes Alarmsystem? Weil hiervon... Ah doch, jetzt sehe ich das. Sorry, da habe ich den Kreis übersehen. Ja, ich glaube, der wurde hier... na egal. Das ist auch noch ein Bild. 100, die muss ich nicht unbedingt mitnehmen, die beiden Gemälde. Und das ist ein Sessel. Ja, den brauche ich nicht. Gut, Fenster, 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 Fenster. Fenster. Okay, das war's. Okay, also wir wollen auf jeden Fall die beiden Alarmanlagen ausschalten. Zuerst die linke, dann durch die Türen, dann die rechte. Dann die Ausstellungskasten und den Panzerschrank. Und dann weg. Die Gemälde, auf die würde ich verzichten. Das wäre jetzt mein Plan. Schauen wir doch mal, ob das aufgeht. Ich bin ein bisschen aufgeregt gerade, weil das könnte jetzt der erste wirklich nicht allzu einfache Bruch sein. Oh, scheiße, nicht rausgehen. Ah! So. Planen. Ich nehme einfach erstmal wieder nur... wer war denn der neue Typ? Der eine Tom Cooler? Nee. Wen hatte ich denn gerade noch kennengelernt? War das Lucas Groll? Ja, aber der kann auch nur Kampf und Autos. Ich hätte ja gern noch jemanden, der Autos... und noch ein bisschen was anderes kann. Aber gut, ich habe auch Elektronik, sehe ich gerade. Ich habe Elektronik. Das heißt, ich brauche vielleicht wirklich wieder niemanden. Aufpassen. Brauche ich nicht. Ja, wobei, aufpassen. Mein Anteil ist dann nur 46%. Das heißt, von den 3000 nicht mal 1500. Das wäre schon belastend eigentlich. Ich würde es gern erstmal mit ihr hier probieren. 76% ist mein Anteil. 52% Autofahren. Mal gucken. Ich weiß ja nicht, ob es gut ist, den Juwelier wirklich jetzt schon zu machen. Okay. Welches Auto nehmen wir? Ach ja, genau. Das wollte ich noch sagen. Ich habe mir noch einen neuen Fiat Topolino gekauft, weil der nur 600 oder so gekostet hat. Und ich dachte, wenn wieder mein Ding konfisziert wird, dann muss ich für sowas, wo wir nur zu zweit sind, ja nicht das teure Auto verschwenden. Das habe ich gerade aufs Genau gemacht. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an, wie das so laufen wird. Also wir müssen auf jeden Fall hier rein. Oh, sehr gut. Jetzt, wenn ich mir das angeguckt habe, wird da sogar angezeigt, durch welche Alarmanlagen und so weiter. Das ist schön. Fenster. Kann ich den Glasschneider benutzen? Das ist ja super. Den kann ich benutzen. Und wie kann ich da durchgehen? So? Muss offen sein, okay. So. Dann können wir jetzt erstmal hier hochgehen und die Alarmanlage deaktivieren. Ich hoffe, dass ich dafür die Gerätschaft habe. Ups. Die Alarmanlage ist geschlossen. Oh je. Elektroset. Alarmanlage ist ausgeschaltet. Ja, super. Es funktioniert und Matt reicht absolut aus. Das ist ja perfekt. Bohrwinde. Ach so, eine Stahltür ist es. Eieiei. Wie lange sind wir schon drin? 5 Minuten 34. Oh je. So, die Tür ist jetzt aber nicht mehr gesichert. Also wir brauchen zwar lange, aber es könnte gut sein, dass wir das packen. Mal schauen. Alarmanlage, Elektroset, schließen. Oh je, jetzt wieder den Safe hier. Scheiße, Moment, kriege ich Saves überhaupt auf? Kriegt Matt, ach scheiße, kriegt Matt überhaupt, ich habe auch gar nichts, ich habe gar keine Tools dafür, scheiße. Und in der Kasse war nichts, richtig? Moment, also ich werde nochmal abbrechen müssen, gar keine Frage. Ich muss noch kurz gucken, ob hier überhaupt was drin ist in der Kasse. Ja, 96 Pfund. So. Gut, dann werden wir hier erstmal fertig drücken. Ne, halt. Ich will noch eine Sache ändern. Person wechseln. So, einmal warten. Ich könnte auch einfach warten. Eine gewisse Zeit. Eine Minute, ja. So. Ich will nur das Fenster hier zumachen.
das andere Fenster zumachen. Gut. Personen wechseln, fertig. Plan aufbewahren ist noch nicht ganz beendet. Leute, ja. Ja, trotzdem aufbewahren. Das ist auch das Schöne hier. Und erstmal wieder abbrechen. Wir brauchen noch ein Safe Set. Und das Problem ist, wie gesagt, ich glaube, der Matt kann gar keine Saves öffnen. Oder? Allgemeines? Nee, denk mal über dich nachher. Was kannst du? Sympathie, bla, vorne. Saves 19%. Doch, du kannst. Okay, dann brauche ich wirklich nur das Werkzeug dafür. Dafür müssen wir fahren auf die Watling Street, in den Werkzeugshop gehen, der geschlossen ist. Wir müssen bis morgen warten. Ein weiterer Tag, der vergeht ohne Geld. So, Werkzeughändler. Hi, ich würde gerne was kaufen. Bohrmaschine vielleicht? Ne, dann habe ich die schon. Winkelschleife, habe ich den schon? Habe ich auch schon. Schneidbrenner, das sieht gut aus. Ja. Stethoskop sieht auch gut aus. Stromgenerator, nee, soll man nicht hier übertreiben. Aber eine Maske kaufe ich mir noch selbst. Sehr schön. Die haben nach jedem Einbruch wirklich neuen Kram. Das ist wirklich sehr, 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 sehr praktisch. So, wieder ins Hotel. Ja, guten Tag auch. Und weiter planen. Plan ausarbeiten. Und ich möchte den Plan fortsetzen. Genau den. Super. So, fangen wir hier nochmal oben an mit dem Safe. Panzerschrank, Stethoskop, 705 Sekunden. Aber mit dem kann ich nicht umgehen. Okay, dann Schneidbrenner. Es gibt wohl geeignetere für mich, für diese Aufgabe als mich. Scheiße. Aha. Okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, wir machen erst andere Level und verbessern seine Save Skills. Möglichkeit 2 ist, wir nehmen jemanden mit, der sich mit Saves auskennt. 23% ist mir zu wenig. Ich gucke erstmal Save 47, dann habe ich immer noch 55%. Du kannst aber auch keine Autos, ne? Ich gucke erstmal noch kurz weiter. Elizabeth, was hast du? Saves 11%, ist zu wenig. Dean, ne. Peter Brook, Autos und Elektronik. Auch nicht schlecht, aber nein. Lucas Grohl, Kampf und Autos. Und das war's auch schon. Soll ich nochmal in die Bars gehen? Also perfekt wäre jetzt wirklich jemand Saves und Autos. Das wäre jetzt gerade wirklich cool. Ich gehe nochmal die Bars ab. Margaret Briggs, achso, du schon wieder. Was konntest du? Saves und Schlösser. Wie viel Geld willst du? 43%. Oh. Achso, aber zu zweit. Na egal. Fatman's Pub. Wen habe ich hier noch nicht? Paul O'Connor. Was kannst du? Autos, Schlägerei, Schlösser. Also ich nehme dich dann gerne mit. Aber das ist nicht, wonach ich suche. Gut, gehen wir noch schnell in die andere Bar. Da müssen wir es nochmal probieren. Hier jemand. Margaret Allen. Achso. Ja. Thomas Smith, Robert Bull, du bist noch neu. Ich muss gestehen, Autos, elektronisch, Schlösser. Ja, also ich nehme den auch mal mit, aber Autos, elektronisch, Schlösser, das bringt mir alles nicht, ich brauche Saves. Also Elektronik Saves, ja, das ist nett, aber. Ah. Scheiße. Ja, dann muss ich 3 mitnehmen, kann er nicht so viel Geld. Ist okay, dann kriege ich nicht so viel Geld, das ist okay für mich. Hauptsache, ich habe das gezeigt jetzt. Und jetzt müssen wir uns langsam hier mal sputen.
Also, wir müssen dann jetzt jemanden, der Saves kann und so wenig Geld wie möglich will. Also gehen wir nochmal. Robert Bull, du hast keine Saves, genau. Sorry, ich muss alle nochmal durchgehen. Du hast auch keine Saves. Ah ne, der war schon der mit den besten Save-Skills. Ja, und sie brauche ich für das Auto. Gut. Plan ausarbeiten. Gut. Also nochmal. Matt hier rein. Benutzen. Fenster. Axt wollen wir nicht. Glasschneider. Öffnen. Benutzen. Rein. So. Dann fangen wir wieder. Fangen wir wieder hier an. Öffnen. Benutzen. Elektroset ist ausgeschaltet. Schließen. Vielleicht. Was kannst du nochmal? Kannst du so eine Türen öffnen? Und. Achso, das braucht ja 150 Sekunden oder so, ne? Das sind ja. Das ist ja ein bisschen. Okay. Benutzen Fenster. Nee, das andere Fenster. Mann. Kriegst du vielleicht schon diese Tür hier auf währenddessen? Vorwinde 116 Sekunden. Nee, kriegst du nicht. Okay. Also du wieder. Ja. Öffnen. Achso, ja, du musst es erstmal natürlich. So. Öffnen. Gehen. So. Monsieur da unten, baut jetzt mal bitte keine Scheiße. So. Jetzt können wir nochmal kurz Person wechseln. Warten. Warten für diese Zeit. Eine Minute fertig. Gehen. Achso. Warten. Noch eine Minute. So, ja, hier ist manchmal ein bisschen buggy, aber ist nicht so schlimm. Ich will nur das Fenster währenddessen wieder geschlossen haben. Warten. Pater, du wartest für eine Minute und ja, so ungefähr 30 Sekunden. Ach so, noch länger. Ja, nochmal 2 Minuten, so super. Während der Kram da hinten jetzt passiert, kannst du dich vielleicht schon mal um die Kasse kümmern, ne? Das kriegst du doch hin, oder? Super. Nehmen. Schließen. So. Und jetzt machst du dich hier bereit. Matt. Du gehst zur Alarmanlage, machst sie wieder aus, benutzen. Elektroset. Schließen. So. Das geschieht jetzt alles. Währenddessen kannst du dich hieran zu schaffen machen. Und zwar auch mit dem Glasschneider. Öffnen, nehmen, schließen, gehen, benutzen. Moment mal, das kann vielleicht auch der andere machen, wenn ich mir das gerade so überlege. Je mehr ich hier für Matt, ne, desto besser ist es vielleicht. Je weniger Akten der sammelt und so. So, warten wir hier nochmal. Keine Ahnung, wie lange hat das gedauert? 40 Sekunden oder sowas. Ich will eigentlich nicht auf und ab laufen, weil das bestimmt Spuren kostet, aber ist egal. So, Panzerschrank, Stethoskop. Dafür gibt es geeignetere. Schneidbrenner, das funktioniert super. Öffnen. Nehmen, Juwelen, nehmen, Gold, nehmen, Geld, schließen. So, jetzt daran benutzen, Ausstellungskasten, Glasschneider. Nehmen, Juwelen, nehmen, Cartier-Uhr, schließen. So. Dann darfst du erstmal kurz warten. Matt, da hier dann nichts mehr passiert. Ach so. Fuck. Moment mal, du hast die Tür da oben jetzt nicht zugemacht, ne? Dann müssen wir nochmal zurück.
So, du hattest alles genommen hier. Okay, super. Hattest du das schon geschlossen? Ist bereits geschlossen. Super. Ich will noch, dass du bitte die Tür hier zumachst. So. Jetzt erstmal kurz Person nochmal wechseln. Matt. Weil du gehst bitte hier hinaus. Währenddessen öffnest das Fenster wieder. Benutzt das Fenster wieder. Gehst in den Wagen. Mademoiselle geht viel früher auch schon in den Wagen. Und der Pfarrer, wenn der hier mit allem fertig ist, geht natürlich hier wieder durch, macht die Türe zu, klettert auch durchs Fenster, schließt es wieder und ab ins Auto. Eine halbe Stunde. Oh je, oh je, oh je. Das ist... Das könnte vielleicht nichts werden. Sagen wir es mal ganz ehrlich. Aber wir schauen es uns auf jeden Fall an. Oh je. Hätte ich ja fast schon die Gemälde noch mitnehmen können. Okay, ich werde jetzt ausnahmsweise mal den Typen hier beobachten, weiterhin. Oh, jetzt läuft schon die Hardcore-Musik. Okay. Hier müssen wir jetzt ein bisschen warten. Oh je, es läuft ja zum Glück schon auf Maximal-Speed. Aber insgesamt nur eine halbe Stunde, das heißt, er müsste damit ja bald fertig sein. Jetzt sind wir bei 20 Minuten. Bisher läuft's noch, aber ich habe dann bei der Polizeiflucht gleich ein bisschen Respekt, sagen wir Respekt. Geräuschpegel scheint aber noch zu gehen. Es hat bisher noch niemand die Polizei gerufen, oder? Halbe Stunde ist trotzdem viel zu viel. Ein Einbruch in einem Juwelier, halbe Stunde, da muss man rein und wieder raus. Also nicht, dass ich aus Erfahrung spreche. Okay, jetzt müsste er damit aber bald fertig sein. Also ich weiß, wir waren bei 34 Minuten oder so, aber trotzdem. Boah. Uff, ich muss eine Pause machen, bin total fertig. Einen Moment bitte. Mist, ich glaube, wir haben uns da etwas verplant. Hoffentlich geht es ohne gröbere Stunden weiter. Ich hoffe, der hat jetzt den Kram aufgesammelt. Der sah mir gerade nicht so aus. Och, Digga, was ist mit dir jetzt falsch? Boah, vor dem Auto nochmal eine Pause, alles klar. Oh je. Yeah. Das sieht noch gut aus. Ich hoffe, du hast wirklich alles aus dem Schrank genommen. Krass. Holy fuck. Also ich werde natürlich die Beute mir jetzt nochmal genau angucken. Aber heilige Scheiße. Okay. 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 Ja. Ja. Und auch das Fahrzeug nicht gefunden. Manchmal wurde Gludo richtig lästig. Ich verhafte sie im Namen des Gesetzes. Warum? Ich bin ein ehrlicher Staatsbürger, der pünktlich seine Steuern bezahlt. Hatte ich Angst, dass mich Briggs belastet hatte? Sie stehen im Verdacht, an mehreren Einbrüchen in der letzten Zeit beteiligt gewesen zu sein. Der ganze Spaß dauerte 24 Stunden. Da mussten sie sich aus Mängel an Beweisen, mich aus Mängel an Beweisen freilassen. Gludo, Miles Chicken Wing. Gludo, 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 du Arschgesicht. Nicht mal irgendwie eine Entschuldigung oder so. Tony Allen. Den kann ich rekrutieren. Das mache ich jetzt mal lieber nicht. Okay, wir gehen. Jetzt hier nachdenken. Beute. Gold im Wert von Geld, im Wert von Juwelen, im Wert von... Ja, ich habe auf jeden Fall alles dabei. Gut, dann verkaufen wir das noch. Holy fuck. Ich bin überrascht, dass es funktioniert hat. Ganz ehrlich, ich hätte das nicht unbedingt erwartet. Das sage ich ganz ehrlich zu euch. Okay, Miss Parker, was gibst du mir?
Gold im Wert von 1100 Pfund. Dafür gebe ich Ihnen 280 Pfund. Nein. Geld nimmst du nicht. Cartier-Uhr 523, das ist die Hälfte. Nein. Juwelen auch nur die Hälfte. Sag mal, oder ist es jetzt gerade schon mit Abzügen? Nein, die Abzüge kommen doch erst hinterher, oder? Okay. Ich probiere nochmal ganz kurz die anderen Shops aus und dann würde ich cutten und das einfach offscreen verkaufen. Falsche Straße. Damit der Party jetzt nicht hier 30 Milliarden Minuten lang ist. Hat es jetzt schon zu? Nein. Was bietest du mir? Gold im Wert. Das sieht doch schon besser aus, bitteschön. Geld 581, das ist mir noch zu wenig. Da gehe ich nochmal rüber. Cartier-Uhr 947. Ich gucke gleich nochmal, wie viel die wert ist. Juwelen, das ist ein sehr guter Preis. Beute. Ich habe Geld im Wert von 696 und Juwelen im Wert von 1060. Moment, aber was ist mit der Uhr? Ach so, das gehört wahrscheinlich dazu. Juwelen 1060. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Preis. Und dann gehe ich nochmal schnell zu meinem Lawyer für das Geld. Ich glaube, der macht mir da ein besseres Angebot. Das ist mir noch zu wenig. Der gibt mir den genauen Preis, ja. Dann, bitteschön. So, sehr schön. Dann haben wir jetzt aber trotzdem nicht sehr viel Geld gemacht, weil ja 45% noch abgezogen wurden. Aber 2479 ist echt noch okay. Also, ich bin überrascht. Vorhandene Akten 2%, das ist ja echt Wahnsinn. Gut, dann würde ich nochmal ganz kurz eine allerletzte Sache noch machen und dann ist vorbei. Nämlich nochmal kurz rumtelefonieren und meine beiden Kumpelblasen wieder anheuern. Einmal den Pater. Wo ist er? Pater. Ich würde dich gerne wieder rekrutieren. 42%, wolltest du beim letzten Mal auch schon so viel? Egal, ich nehme dich mit. Und ich würde noch bitte verbunden werden mit Justine White. 22% wird auch immer weniger. Dankeschön. Dann sind wir damit wieder vollständig. Und wo es im nächsten Part hingeht, das, liebe Leute, sehen wir im nächsten Part. Bis dann und auf Wiedersehen.